Das ist nicht so einfach. Also sie machen immer so tipp, 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 da passiert gar nichts. Und ein bisschen mehr, dann ist es Matsch. Und dazwischen gibt es einen Tipping Point, wo sie gerade so wie gewünscht geknackt ist. Und bei Tipping Points, bei Innovation ist es auch so, dass gar nichts passiert. Also sie können die Idee predigen, bis sie schwarz werden. Und irgendwann kommt dann so einer wie Steve Jobs und dann geht es. Und dann sagen alle, diese Tablet-PCs haben wir schon 20 Jahre gehabt, das hat keinen interessiert. Verstehen Sie, das ist eine völlig brotlose Kunst. Und dann kommt einer und macht, kriegen wir gerade den richtigen Punkt und dann wollen es alle, weil meine Frau das jetzt schickt. Und das muss man studieren. Das heißt Schlucht der Innovation. Wenn Sie darüber nicht kommen, einfach nach Haus gehen. Ja, ich frage das immer. Bei mir kommen immer Erfinder und dann sage ich, also die größte Schwierigkeit bei Erfindung ist, man kann sie überhaupt nicht verstehen. Schreiben Sie mir zwei Seiten so mit Fachchinesisch. Dann sage ich, du, ich verstehe überhaupt nicht, was ich da kaufen soll. Dann sagen Sie, können mir auch die lange Beschreibung von 100 Seiten schicken. Dann sage ich, nein, ich möchte, dass man sie auf zwei Seiten versteht. Da will doch einer dann Geld dafür geben als Investor. Und wie soll das gehen? Dann sagen Sie, ja, aber die Erfindung ist gut. Dann sage ich, nein, wenn der Anfangsverdacht besteht, dass die Erfindung dann auch schlecht ist. Und dann gebe ich mein Geld dafür nicht, wenn ich das nicht verstehe. Dann sagen sie, es ist gemein. Und ob sie es nochmal umschreiben, dann sage ich, ja, dann sage ich, nein, sie haben wahrscheinlich schon verloren, weil sie sich verteidigen. Ein guter Innovator würde jetzt sagen, aha, sie können es nicht verstehen, wirklich. Und dann setzt er sich hin und macht es, dass man es versteht. Er akzeptiert einfach den Punkt. Und man fängt nicht an zu sagen, ich schicke noch 100 Seiten her. Also, machen die aber alle. Hören Sie auf, an Ihrer Idee zu kleben. Wenn Sie eine vernünftige Kritik kriegen von mir, noch schlimmer von meiner Frau, einfach weg dann. Also machen Sie es weg. Wenn Sie es nicht wegkriegen können, beerdigen Sie das ganze Projekt fertig. Da braucht man kein Innovation Management. Nur Leute fragen. Gut, das ist eine andere. Also praktisch, man fängt erstmal mit einer Erfindung an. Ich habe bei dem Menschen gelernt, das waren meine besten Tage in meiner ganzen beruflichen Karriere, 10 Tage in der IBM Corporation bei einem Wall Street Menschen. Der hat das Buch geschrieben, Pinchot, Intrapreneuring, von dem stammt das Wort Intrapreneur, das heißt Intrapreneuring, why you don't have to leave the company and still be an entrepreneur. Da steht das alles drin, was ich jetzt so auch ein bisschen sage. Ich habe dann, das ist schon lange her, 94, ich habe es jetzt seit 15 Jahren, mache ich es genau nach diesem Lehrbuch, ganz genau so, und es funktioniert. Was die Leute sagen, du arbeitest völlig unstrukturiert, völlig chaotisch, du leidest nicht, läufst da durch die Gegend, missionierst alle Leute, dann wollen sie das haben, dann gibt irgendeiner ein bisschen Geld, dann baust du was und irgendwie durch dieses Chaos. Irgendwann kommt es sogar richtig raus. Es ist okay, aber das war keine richtige Arbeit, also im Sinne von BWL. Es hat sich nicht an den Prozess gehalten, es ist völlig chaotisch gewesen. Ich habe es nach dem Buch gemacht, das kennt leider keiner. Und hinterher sagen sie, hast du aber Glück gehabt, dass es gelungen ist, sonst hätten wir dich jetzt einen Kopf kürzer gemacht. Ja? So endet es jedes Mal. Das macht irgendwie wenig Spaß in der Company, weil ich ja dann nicht wieder die größte Gehaltserhöhung kriege, aber ich kann die ganze Zeit so arbeiten, wie ich will. Das ist aber ganz schön also grenzwertig. Was man bauen muss, ist also irgendwie so wie so eine Suchmaschine wie Google oder ein Buchhandelsgeschäft ausmachen. Und dann müssen Sie irgendwie rauskriegen, wie das funktioniert. Da steht Startup trying the plan. Dürfen Sie in Ihrer Company was ausprobieren, trying the plan? Dann müssen Sie doch so eine Kurve abgeben. Ist gar kein Flipchart. Also zeichne ich. Also alle BWLer sagen, der Umsatz steigt dann so an, beinahe. Jetzt gibt es schon fortgeschrittene BWLer, die sagen, das ist Hockey-Stick-Curve. Ja, ist immer Null Umsatz und dann schießt er so hoch. Das Problem ist, man weiß nicht, wann er hochschießt. Die Kurve kann auch so sein. So bei SAP R3 war das so. Ja? Verstehen Sie? Und das Einzige, was Sie vorhersagen müssen, wann es hochgeht, oder ob überhaupt. Also, das ist das Einzige, was Sie von BWL wissen müssen. Also den Punkt, ob es überhaupt zum Leben kommt und dann wann. Das ist alles. Das glaubt mir keiner. Sie wollen immer Kurven so haben. So. Also die lügen immer. Sie können ja Businesspläne angucken, also wenn Sie welche machen müssen. Das ist so wie eine befohlene Lüge.
Sie haben keine Ahnung, wie der Umsatz im vierten Jahr aufs fünfte Jahr steigt, das wissen Sie nicht. Und deswegen nehmen Sie, das haben jetzt alle BWLer sich so ausgedacht, am ersten Jahr steigt es plus 100%, also vom ersten aufs zweite, vom zweiten aufs erste, dann 66, 50, 33, 20, 15. Und dann gibt es so eine Kurve. Sie können alle Businesspläne dieser Welt durchgehen, dann teilen Sie mal durch, also immer eine Säule vom Jahr 3 geteilt durch Jahr 2, dann kommt immer Faktor raus 1,33, 1,5 oder 1,2, also 20, 33. Und dann sehen Sie, dass die Leute sich das absolut aus den Fingern gesogen haben und haben irgendwie 5 Wochen dran gearbeitet, also wann immer der Termin mein Geschäftsführer ist, dann müssen Sie die Folien abgeben, dann kommt immer so eine Kurve raus. Es ist nie so eine Kurve rausgekommen, es kommt immer so. Das weiß auch jeder. Sie trauen sich nicht, zwei Szenarien zu machen, eines, dass das ganz kaputt geht und eins so. Ja, das muss man halt machen. Dann wollte ich noch etwas zu bedenken geben. Das ist für diese Leute, die in der Uni sitzen und sich was ausdenken im Entwicklungslabor. Das ist nur BWL, einfach Prozesse. So zählen, wie viel man eingenommen hat jede Woche und ein bisschen schimpfen, wenn es zu wenig war. Und dazwischen ist dieses ganze, der ganze Turbo. Das ist für andere Menschen. Das ist für so Professoren, die ganz introvertiert da irgendwie rumhocken. Kaum an die frische Luft kommen. Ja, also das ist jetzt ein bisschen besser, weil wir LED-Backlight haben. Das kann man auch auf der Terrasse arbeiten. Und dann gibt es Turbo, also das ist so, bei manchen Firmen sehen sie so ein Ideal. Bill Gates ist so einer, ja, der denkt sich da irgendwas aus und hackt da auf deiner Maschine rum. Und Steve Ballmer, das ist dieser schwitzende Turbo, der sagt, give me an M, M, give me an I, Begeisterung. Und dann schreien sie alle Microsoft und tanzen auf dem Tisch und freuen sich. Und Bill Gates steht dann da als dieser da, erfindet, man möchte lieber nach Hause, wo alles automatisch geht. Und das sind verschiedene Leute. Wenn sie schlau sind, dann haben sie so einen dabei. Sie müssen einen dabei haben, der das alles durchsteht. Ich kann das auch nicht. Also ich habe es jetzt versucht, bei IBM immer Innovationen durchzumachen. Mir ist es auch mehrmals gelungen. Und ich hole mir immer so einen, der beißt dabei, der mir das Spaß macht. Die müssen nur gucken, dass er immer die beißt, die ich will. Also nicht irgendwelche. So, muss man ein bisschen gucken. Das kann man, ich löse das so, dass die 3 Stufen unter mir bezahlt werden. Und ich verspreche ihnen, dass sie Karriere machen, wenn sie einfach nur, also beißen schon, aber in die Richtung. Ja? Ich habe das bei Bill Gates abgeguckt. Also das, ich habe verstanden, dass ich ohne den Steve Ballmer eigentlich nichts machen kann, weil ich dafür als Mathematiker irgendwie zu gewaltlos bin. Also, Innovation können Sie mit IQ nicht hinkriegen. Also da hilft also totale Intelligenz, Matheprofessor hilft gar nicht. Sie müssen irgendwie die Leute so einen Hintern treten und hochkriegen. Ja, hilft gar nicht. So, und das Problem ist, dass diese Leute gar nicht da sind. Sie haben immer nur den Entwicklungslabor und dann die Tabellen gemacht. Ja, also sowas wie theoretischer Physiker oder Ingenieur und dann haben sie die von BWL. Und dazwischen, das ist irgendwie unbekannt. Hochenergie. Ja. Ich gehe mal so langsam runter, die ganzen Grundsätze, da kann ich stundenlang alles erzählen, aber das ist halt so, für 97% aller Erfindungen sind durchgegangen von einem einzigen Menschen, der hat sich das überlegt und macht es bis zum Ende durch.